Servus. Ja, ihr seht, ich stehe hier am Eingang des Naturschutzgebietes Ammergauer Alpen und mein heutiges Ziel ist die Hochplatte. Die Hochplatte ist quasi der König der Ammergauer Alpen, wenn man so sagen möchte, ist eine recht spektakuläre Bergtour, zumindest was das Panorama angeht, aber auch technisch sind da einige ziemlich ausgesetzte Stellen. Und man kann die Hochplatte quasi auf zwei Arten besteigen. Einmal über den Ostgrat, der ist für Anfänger sicherlich mehr zu empfehlen, auch wenn der schon einigermaßen ausgesetzt ist an einigen Stellen. Und einmal über den Westgrat, der ist dann noch ein wenig spektakulärer. Für meine heutige Tour habe ich den Ostgrat gewählt, also die einfachere Variante. Ganz einfach aus dem Grund, das Joch, über das ich absteigen müsste bei der Überschreitung mit Westgrat, da liegt noch einiges an Schnee und das ist ziemlich steil und das Schneefeld möchte ich heute eigentlich nicht queren, sprich ich spare mir das Schneefeld. Und ja, darüber hinaus habe ich in einem meiner letzten Videos hier auch meine Insta360 Go 2 verloren und ja, eine neue Kamera ist bereits auf dem Weg und solange die nicht da ist, mache ich auch nicht den Westgrat, weil ich möchte einfach für den Westgrat noch ein paar spektakuläre Bilder mit der kleinen Kamera einfangen. Daher heute einfach mal für Anfänger der Ostgrat, der ist auch schon spektakulär genug. Und im nächsten Video machen wir dann die Überschreitung von Ost nach West oder von West nach Ost. Mal schauen, auf jeden Fall werde ich euch beide Varianten dieses traumhaften Berges zeigen. Aber jetzt geht es erstmal hier diesen kleinen Pfad entlang. Nach gut einem Kilometer kommen wir jetzt an die erste, ja, interessante Stelle, würde ich mal sagen. Wir müssen hier ein bisschen absteigen. Keine Ahnung, ob hier mal früher ein Tritt war, ob das nur eine Sicherung ist. Aber da geht es runter, dann durch das Bachbett durch. Da ist irgendwie eine seltsame Leiter übers Bachbett gelegt und dann da hinten rüber. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Von da komme ich jetzt runter, wie es manchmal so ist. Vor Ort sieht es dann noch mal anders aus als von oben. Keine Ahnung, ob die Konstruktion hier hält, aber dann müssen wir darüber. Wir gewinnen jetzt relativ schnell und viel an Höhe. Der Weg ist durchgehend eigentlich steil, aber auch kein Wunder. Wir absolvieren knapp 1000 Höhenmeter auf 5 Kilometer. Und ja, könnt ihr euch selber ausrechnen. Wir haben teilweise 28-30% Steigung, Großteil so um die 20%, also das geht schon zügig los. Nach gut 2,5 Kilometern erreichen wir jetzt diese wunderschöne Stelle hier. Und ich glaube, die ist doch super, um mal ein bisschen Wasser aufzunehmen. Und dann geht es halt da weiter. Jetzt wird es auch ein bisschen offener. Vorräte aufgefüllt und ein bisschen Ausrüstung umgepackt. Jetzt ist der Rucksack natürlich wieder ein bisschen schwerer mit 2 Kilo mehr, aber okay, das Wasser werden wir nachher noch brauchen. Und jetzt geht es erstmal weiter flussaufwärts. Ihr seht die nächste Querung. Da oben geht es gleich weiter, aber jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich hier am sinnvollsten rüberkomme. Schauen wir mal, ich glaube da, probiere ich einfach mal. Genau so hat es jetzt geklappt, also hier über die Steine und dann rüber. Und jetzt können wir auch das erste Mal unser Ziel sehen. Da oben geht es heute hoch. Es ist also noch ein ganz schönes End. Naja, keine Zeit verlieren. Und hier geht es jetzt einfach mal weiter. Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist es so, wenn ich das Ziel so wie jetzt vor Augen habe, dann neige ich immer zu, mein Tempo zu erhöhen. Und dann werde ich sehr schnell, viel zu schnell, insbesondere dann, wenn ich alleine bin. Ich muss mich jetzt echt zwingen, mein Tempo ein wenig zu drosseln.
Ihr seht an der Felswand, ich habe jetzt schon einiges an Höhenmeter wieder im Sack. Und ja, schaut runter. Vom Weg habe ich jetzt nicht so viel gefilmt. Es ist ein einfacher, ja, Wiesensteig, wie man ihn in den Ammergauer Alpen oder auch in den Allgäuer Hochalpen immer wieder findet. Viel Matsch, stellenweise Latschen und ja, ansonsten gut begehbar. Eigentlich Fleißarbeit. Das kann hier wirklich jeder laufen, der ein bisschen Kondition hat. Wir kommen jetzt von da unten, diesen Weg hier, habt ihr gerade gesehen. Und da müsst ihr ab und zu ein bisschen aufpassen, denn in diesem Felsenmeer ist das nicht ganz einfach zu finden. Da vorne ist ein roter Punkt, da geht es weiter. Ich schätze mal, es geht jetzt da oben hoch. Ihr seht, hier ist alles weggebrochen. Da ist der Rest vom Weg und ich musste jetzt hier absteigen und einfach hier durchklettern. Das ist natürlich nicht super gefährlich oder sowas, aber der Fels ist schon sehr splitterig und bröckelig und scharfkantig dadurch. Das heißt, wenn ihr dazu neigt, euch schnell an den Fingern zu verletzen, dann schadet es sicherlich nicht, für solche Passagen auch mal ein paar Kletterhandschuhe im Rucksack zu haben. Ich bin da relativ unempfindlich, aber wie gesagt, als kleiner Hinweis, Handschuhe können nicht schaden, zumal oben auch noch ein ganzes End Seil versichert ist und das Seil kann auch mal beschädigt sein. Also Handschuhe machen sicherlich auf Sommertouren Sinn. Ja, Freunde, ich glaube, das ist genau der richtige Punkt, um mal wieder ein bisschen was zu trinken. Ein bisschen Kraftreserven auffüllen. Denn da oben ist unser Kreuz. Und hier ist es noch ganz schön was durch die Latschen.
Wir haben jetzt laut Uhr noch gut 110 Höhenmeter. Und, ah, das kann man gut sehen. Zack, 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 zack. Da oben hoch. Auf den Grat. Und dann sind wir schon da. Schon. Ah, hier noch eine kleine Kletterstelle. Aber nichts wirklich Dramatisches. We are not the ones to blame. We were tired of playing games, no wonder. I know we had our ups and downs. Always thought we got around stronger. But we were drifting more apart. And it's tearing up my heart in pieces. Cause what we had was long ago. All I know is how it slowly ceases. It ceases. In the arms of a stranger. Empty promises for worse or better.